Brauchst dich doch nicht gleich hinlegen, meine Güte, ist schon spät, aber ist ja auch ein Nachtclub hier, also echt mal, Junge. Steh auf, will er nicht. Hallo Leute, ich hoffe, ihr seid ein bisschen munterer. Wir sind im Ragnarok, also im Weltuntergangs-Nachtclub und ballern uns weiterhin mit Max hier durch, um die bösen Jungs zu finden. Also, kann nicht so schwer sein, weil die sind hier überall. Aber ich glaube, wir wollen spezielle böse Jungs finden. Das könnte schwieriger werden. Ich bin halb tot. Das ist nicht so gut. Hinter der Tür warten hoffentlich Painkiller. Das ist schon besser. Oh. Ich bin ganz tot. Das ist ja nicht so gut. Ja. Ja, short. Dann laden wir. Ich mach mal Resume Game. Ach nee. Jetzt liegen wir da alle. Wie so ein paar Trottel. Okay. Nochmal von vorne. Okay, wo waren die denn jetzt? Das Spiel ist gar nicht so einfach. Muss immer gucken. Okay. Da auf der anderen Seite ist einer. Quick Load. Na gut, da muss man ein bisschen aufpassen. Also, wie kriegen wir den denn da död, den ich nicht mal richtig sehe? Da ist er. So. Ein Problem gelöst. Die gute alte Fernkampf-Desert-Eagle hat mal wieder zugeschlagen. So, hinter der Tür kannst du mich ja nicht treffen. Ha! Easy. So, waren sie das? Vorerst. Dann wird gespeichert, wie immer. Und geschaut, was hier abgeht. Das ist jetzt halt durch meinen niedrigen Lebensstand, Lebensenergiestand, ist das tatsächlich nicht so einfach gerade. Außerdem ist die Mucki hier ganz schön la. Oh, hallo? Spinn's wohl. Steht da plötzlich einer an der Tür? Was ist da los? So. Hat mal einer einen Painkiller für mich? Ja, gut. Das. Hier auf dem Tresen einer steht. Yeah, Lightshow. Geil. Kann ich das normal machen? Oh, ich kann die Pyrotechnik steuern. Ich habe leider kein Rhythmusgefühl, sonst würde ich das jetzt im Rhythmus machen, aber ich bin nicht so der Musikkenner. Ich höre gerne Musik, aber wer tut das nicht? Ich glaube, hier geht's weiter. Ich gucke nochmal kurz hier, ob hier noch irgendwas ist. Aber sieht nicht so aus. Ich glaube, ich habe den einzigen Painkiller aufgesammelt. Davon könnten sie ruhig mal ein bisschen mehr in die Level stellen. Das ist ganz schön schwierig hier. Einfach weil es so verwinkelt ist, dieser Club. Okay. Kommt her, kommt her, kommt her. Kommt her, traut euch. Ah, fuck. Oh, scheiße, die haben voll viel Leben, die Typen. Okay, warte. Das heitert mich jedes Mal auf. Pyrotechnik. Pyrotechnik. Bringt das was, wenn ich hier mit den 26 Schuss irgendwas mache von meinen Doppel-Uzis? Wie kann ich hier damit arbeiten? Ah, irgendwer brennt. Ah, da leben doch aber noch welche. Da sitzt auf jeden Fall noch einer. Oh, nee, oder? Sitzt der da jetzt? Aber vielleicht habe ich die anderen beiden erledigt. Also, da liegt auf jeden Fall ein Toter quer im Raum. Okay, ich springe jetzt da rein, ja? Ich mache das jetzt. Ich speichere. Okay. Es ist voll schief gegangen, scheiße. Okay, aber er hat mich gesehen. Jetzt will er mich bestimmt töten, oder? Okay. Geronimo! Oh, hinter die Säule. Mann, bin ich gut. Scheiße. Hä? Wieso? Wieso zur Hölle nehme ich den Schaden davon? Kriege ich die, Ricochets ab hier, die Querschläger oder wie das heißt? Oder trifft der mich einfach zu gut? Coole Perspektive.
Ist das grüne Zeug Valkyr? Ah! Da hinten sind welche. Oh, 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 oh. Oh ja, da waren Heil-Dings. Hey, guys. What's up? Ich speichere mal hier so. Alter, wie viel Muni habe ich denn? Gibt's doch gar nicht! In eure fetten Gesichter! Uah! Alle tot? also wenn das nicht Actionfilm par excellence ist, weiß ich auch nicht mehr. So. Oh ja, Painkiller. Guck mal, wie gesund ich jetzt wieder bin. Geil. Kisten sind der Hammer. Kisten sind die beste Erfindung seit geschnitten Brot. Und was viele nicht wissen, der Spruch ist gar nicht so dumm, wie er klingt, weil geschnitten Brot tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg erfunden wurde. Also fertig geschnittenes Brot in Verpackungen, was man kaufen kann, als Produkt sozusagen. Ist schon klar, dass man Brot auch vor dem Zweiten Weltkrieg schon geschnitten hat, falls jetzt einer klugscheißern will. Aber so dieses typische Weißbrot, so Toastbrot in Verpackungen, was man schon vorgeschnitten kaufen kann, das gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange. Also jetzt auch schon wieder 70 Jahre oder so. Oh, ich bin gerade noch in die Zeitlupe übergegangen. Da war er schon tot. Ah! Da ist ja noch einer. Verdammt. Ich lasse ihn mal seine Magazine leer schießen, ne? Das gute alte Actionfilm-Klischee, was wahrscheinlich aber auch in echt passiert. Man wartet, bis derjenige sein Magazin leer hat und schießt dann auf ihn. Habe ich ihn erwischt? Da liegt er. Dank dem Glitch sehe ich, dass er tot ist. Danke, Glitch. Du hilfst sehr. Du hilfst mehr als meine eigentlichen Spielfähigkeiten. Ja, ist hier noch einer? Du siehst doch, dass hier noch einer ist. Warum? Da ist immer einer. Wer das Filmzitat erkennt, der kriegt von mir ein besonderes Lob. Hier hat irgendwer die Textur vergessen. Ich glaube, das soll Schnee sein. Das ist das Dach, auf dem Schnee liegt. Ich finde den, Hallo Leute! Ich finde den Sturm hier ganz gut gelungen, aber irgendwie ist die Schneetextur der letzte Dreck. Ich meine, die sieht echt ein bisschen hässlich aus. Ja. Aber das Spiel ist sowieso eher so matschegrau. Da ist dann so grau-weißer Schnee auch nicht das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Oh shit, oh shit! Da sind Leute, da sind Typen da unten. Da war zumindest schon mal einer weniger. Da liegen schon so viele Tote. Ach, das war da, wo ich... Wo das Valkyr oder was das grüne Zeug ist... Lag. Oh, ist ja plötzlich ziemlich leise hier drin. Laut. Leise. Ja. Dynamischer Sound. So, jetzt wird es zum Jump'n'Run, beziehungsweise zum Kletter-and-Run. In diesem Fall kann ich sogar rennen. Okay, es geht wieder nach da hinten raus. Ich weiß nicht genau, wie genau das Spiel das nimmt, wo ich hier stehe. Aber nicht so genau. Finde ich ganz nett. Danke, liebes Spiel. Wäre auch noch schöner. So. Ist ja hier schließlich kein Balancierspiel oder sowas. So richtig viele Spiele, in denen man balancieren muss, gibt es ja sowieso nicht. Also balancieren ist nämlich immer scheiße in Videospielen. Weil man halt nicht wie in echt ein Gefühl für seinen Körper hat. Für den Körper der Videospielfigur. Deswegen immer Gefahr läuft, einfach irgendwo runter zu glitschen. Whee! Jump'n'Run. Hey! So. Sterbt! Ich gehe wieder raus. Ist schön. Na komm, na komm, na komm. Komm, Dudes. Yes! Die besten Waffen sind immer noch die einfachsten Waffen. Einfach die Dual Berettas. Was man mit denen nicht schafft, das schafft man auch mit allen anderen Waffen nicht. Ist ein bisschen wie, wenn du es in New York geschafft hast, dann schaffst du es überall. Oder in L.A. oder so. Wenn du es mit den Dual Berettas nicht schaffst, dann hast du keine Chance. Au, 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 au. Alter, die halten echt viel aus mit ihren schwarzen Mänteln. Da hinten, am Ende des Gangs, da sehe ich meine Rettung. Da sind die Painkiller.
Aber hier unten steht einer. Weil wenn das Spiel so schön grau ist, sieht man den nicht so richtig. Aber wenn ich jetzt mich anstrenge, dann kommt er zu mir hoch. Ah, fickende Hölle! Alter, wo kommt die denn her? Ihr Arschlöcher. Ihr Blöden hier. Mann. Da kommen noch zwei Typen um die Ecke. Ich dachte, das war der einzige. Das können sie doch nicht machen. Ich habe nur einen gesehen. So, aber was gut funktioniert gegen die Schwarz-Ledermantel-Typen ist Molotovs. Das funktioniert sogar ganz hervorragend. Kann bestätigen, das funktioniert super. Wow! Headshot. Nice. So, jetzt kommen aber da noch zwei. Oder auch nicht. Leute? Hallo? Ach, da unten kommen sie angerannt. Zwei Schrotflintenschüsse in die Brust. Kann ich mir irgendwie nur schwer vorstellen, dass jemand das überlebt. Lauf doch, du feige Sau. Da war sogar noch ein dritter. Haben wir es jetzt mal, oder was? Meine Güte. So. Zack. Sexy. Dann mache ich mal einen richtigen Speicherpunkt auf. Damit ich im Zweifelsfall auch mal wieder sicher bin, wenn ich eine blöde Entscheidung treffe, was Quicksave angeht. Man hat ja immer nur einen Schnellspeicher-Slot und wenn ich den überschreibe, dann ist er halt weg. Und wenn ich dann an einer blöden Stelle speichere, dann habe ich mir halt vielleicht die letzten 10 Minuten Spielfortschritt oder so kaputt gemacht. Da kommt doch gleich garantiert irgendwie einer da hinten raus, oder? Ich gehe mal hier in Deckung. Ist hier irgendwas? Außer leicht glitschende Levelkanten? Dieses weiße Geflimmer hier ist immer, wenn Objekte kollidieren. Also Wandobjekte zum Beispiel. Oder Bodenobjekte. Hier sieht man überall kleine Fehler in der Levelumgebung. Da sind die Engines heute sehr viel besser geworden. Das kriegen die tatsächlich besser hin. Ist das geil. Schießen funktioniert nicht, aber drüber laufen über die Gitarre. Kann man hier singen? Karaoke never was my scene. Alter, das ist so geil, wie sie an der Stelle nochmal einen kleinen, netten Satz von Max eingebaut haben. Oh, Painkillers. Lecker, lecker Painkillers. Oh, ich habe wieder einen Vorrat. Also ich meine, der ist gleich wieder weg. Das garantiere ich euch. Aber der Vorrat wird größer. Das kann aber auch bedeuten, dass es jetzt schwieriger wird. Ah, da geht's weiter. Oh, das hätte ich vielleicht später machen sollen. Na, kommt der andere auch, oder? Ich kann ja nochmal die Fernkampf Desert Eagle nehmen. Ah, okay. Wahrscheinlich hätte man warten können, bis die da durchlaufen und sie dann mit der Pyrotechnik wegballern. Aber das wusste ich ja nicht. Und da seht ihr es schon, solche Mechaniken, wenn man die nicht wirklich binnen 2 Sekunden checkt und rafft, was man da machen kann, was nur echt nicht leicht ist, wenn man das Spiel nicht kennt, dann muss man es eigentlich nochmal spielen, die Stelle. Also einfach, um das zu nutzen. Es ist ja, ich habe es ja jetzt auch ohne geschafft, aber es ist halt natürlich schon cool, wenn du wenn du dann die Pyrotechnik im richtigen Moment abfeuerst und die einfach verbrennen. Typen. So, jetzt muss ich hier... Ah, ein Rätsel. Ein Rätsel. Okay, jetzt kann ich das hier zur Seite schieben, dann komme ich da nicht durch, dann heben wir das hoch. Und das letzte auch hoch. Und was ist jetzt mit dem hier? Das geht dann zur Seite, dann komme ich, müsste ich da ja eigentlich durchkommen, oder? Was meint ihr? Hier müsste sich jetzt ein Durchgang aufgetan haben. Da kommen doch jetzt garantiert irgendwo gleich wieder die bösen Buben. What the hell? Oh, fuck you! Schmeißt der mit Granaten, ich glaub's ja. Jetzt steht er da oben. Oh nö, jetzt hat er voll den guten Blick auf mich hier unten. Ich treffe ihn praktisch nicht von da. Shit. Na gut, ich muss ja hoch, also.
Aber er trifft mich ja im besten Fall auch nicht von da. Ist der jetzt echt runtergefallen? Das ist ja super. Ja, wer anderen eine Granate wirft, fällt selbst herab. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das ein Sprichwort ist. Aber, ja. Hochmut, Fall. Ihr kennt alle deutschen Sprichwörter dazu, glaube ich. Okay, Problem ist, wie komme ich darüber? Indem ich Quicksave mache und dann einen hervorragenden Zeitlupenjump auslöse. Yes! Raufgeslidet. Like a Pro Gamer. Nice. Alles überlebt. Kapitel 9, das Empire des Bösen. The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else, a sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. Okay, wir sind im Zentrum des satanischen Ritualbereichs. Sieht scheiße aus, riecht auch kacke, sagt Max, alles voller komischer, süßer, eklig riechender Dämpfe und Kerzenrauch und so. Und irgendwo hören wir satanische Gebete. Nun ja, wir schauen uns das weiter an in der nächsten Folge von Max Payne 1. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Es bleibt spannend, auch wenn Max gerade ein bisschen warm ums Gemächt wird. Dank Kerze im Arsch. Gut, lassen wir das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.